Um mit dem Thema Impfen fortzufahren. Es gibt diverse Arten von Impfstoffen, die wir unterscheiden können. Jeder einzelne Typ soll ihrem Immunsystem beibringen, wie es bestimmte Arten von Keime und die dadurch verursachten schweren Krankheiten bzw. Krankheitsverläufe abwehren kann. Bei den inaktivierten und die Lebendimpfstoffe werden eine abgetötete oder abgeschwächte Version des Keims, der die Krankheit verursacht, injiziert. Messenger-RNA-Impfstoffe bringen den menschlichen Zellen bei, wie sie Proteine herstellen sollen, um eine Immunantwort auszulösen. Mit dieser Technologie wurden einige der Covid-19-Impfstoffe entwickelt. Da er kein lebendes Virus enthält, kann dieser Impfstoff in relativ kurzer Zeit hergestellt werden. Bei Subunit- und Konjugat-Impfstoffen werden spezifische Teile des Keims verwendet, wie sein Protein, Zucker oder Capsid. Dies führt zu einer sehr starken Immunreaktion, die sich gegen die wichtigsten Teile des Keims richtet. Toxoid-Impfstoffe verwenden das Toxin oder das schädliche Produkt, das vom Keim gebildet wird, um eine Immunität gegen den schädlichen Teil des Keims zu vermitteln. Diese richten sich nicht gegen den Keim selbst. Virale Vektorimpfstoffe verwenden eine modifizierte Version eines anderen Virus als Vektor, um Schutz zu liefern. Zum Beispiel ist das Adenovirus eines der viralen Vektoren, die in einigen Covid-19-Impfstoffen verwendet wird. Wenn der Körper dem schädlichen Erreger im Impfstoff ausgesetzt wird, reagiert das Immunsystem sofort mit der Produktion von Antikörpern, die spezifisch für den krankheitsverursachenden Organismus sind. Dies sorgt für Immunität, ohne die Krankheit tatsächlich auszulösen. Anders als gemeinhin angenommen, zielen die Impfstoffe nicht unbedingt auf eine vollständige Heilung der Krankheit ab. Tatsächlich können Patienten auch nach einer Impfung noch moderate Symptome aufweisen. Impfstoffe zielen lediglich darauf ab, zu verhindern, dass die Krankheit schwere Symptome, Krankenhausaufenthalte oder den Tod zur Folge hat. Fanden Sie das interessant? Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren für mehr.